Sind die Äste unten schon abpackt? Nee. Ja? Nee. Als ich ihr zum ersten Mal begegne, kann ich es kaum glauben. Moment, der ist nicht gerade. Yvonne Herber hat Alzheimer. Im Frühstadium, sagen die Ärzte. Denk dran, du musst noch den mit 42 Jahren. Zufrieden? Ja. Ja? Kannst du das da oben drauf machen? Sicher. Es ist das erste Weihnachtsfest mit der Diagnose für Yvonne, Hans und den 12-jährigen Marc. Die nächsten 3 Jahre werden wir sie begleiten. Ich meine, die Medikamente, die ich bekomme, die schieben ja praktisch den Verlauf nach hinten weg. Das heißt also, wird aufgehalten. Wird aufgehalten. Ich sag, für meine Frau ist, glaube ich, die Hoffnung das Allerwichtigste. Ja. Und bisher war es ja unheilbar, die Krankheit. Und ich denke, in Zukunft wird sich da noch einiges bewegen. Und vielleicht profitiert meine Frau noch von der Forschung. Ja. Sicher, das ist ein Traum halt, ja. Ich denke mal, meine Mutter, sie hat ein ziemlich starkes Herz und deswegen wird sie das auch überstehen, sage ich jetzt mal. Und sie wird schon noch die besten Erinnerungen beibehalten. Familie Herber wohnt in einem ruhigen Stadtteil Frankfurts. Die Diagnose hat für Yvonne alles verändert. Da ist Angst, aber auch die Frage, stehen wir das durch, als Familie? Hans gibt ihr ein Versprechen. Ich bin für die Yvonne da, solange das irgendwie möglich ist. Egal auf welcher Ebene bin ich für sie da. Sowohl als Ehemann, auch als Betreuer, da geht kein Weg dran vorbei. Das ist auch für mich ein ganz klarer Fakt. Ja. Also ich würde sie niemals irgendwie alleine lassen oder keiner von uns wird das hier machen. Ja. Hans arbeitet als Installateur im Schichtdienst. Seine Hilfe im Haushalt ist zunehmend gefragt. Sohn Marc nimmt die Erkrankung seiner Mutter noch recht gelassen. Also ich habe auch gemerkt, dass sie teilweise auch viel vergisst, aber ich sag mal, es betrifft ja eigentlich mehr meinen Vater. Natürlich betrifft es mich auch, aber ich habe damit noch ein Stück weniger am Hut, sage ich jetzt mal, wie mein Vater. Der muss ja die ganzen Sachen regeln von Arbeit und Rente und so, Frührente. Das sieht doch gut aus. Yvonne arbeitet als Kauffrau im gleichen Unternehmen wie ihr Mann. Am Anfang nimmt sie ihre Probleme selbst kaum wahr. Ich habe ja im Einkauf gearbeitet. Alles, was da so unter die Erde verbaut wurde, das habe ich eingekauft, verhandelt, alles Mögliche. Es war schon ein anspruchsvoller Job. Und ich habe mit 3 Männern in einem Büro gesessen und da hat keiner mal irgendwie gesagt, Yvonne, da musst du noch mal nachgucken oder das hast du vergessen. Also ich habe es lange Zeit nicht gewusst. Die Kollegen haben schon mir das ein oder andere geschildert. Bei Bestellungen wurde hier und da was vergessen. Und ich denke, das war auch für die Yvonne somit das Schwierigste. Ja, das ist auch eine schwere Zeit, wenn man eigentlich so gar nicht weiß, wo man dran ist. Bis zu dem Punkt, wo ich dann einen Anruf bekommen habe, dass die Yvonne die Passwörter 3-mal am Tag vergessen hat und so weiter. Und ich soll sie mal rausnehmen aus der ganzen Sache. Habe ich dann auch getan und habe sie dann in die Uniklinik gebracht. Da war sie total am Boden. Ganz am Anfang hat man auch viel auf Depressionen getippt, Wechseljahre. Kam alles in Betracht, nur halt keine Frühdemenz. Klar, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gehört. Und im letzten Schritt haben wir es dann erfahren. Ne? Wir wurden dann geladen und dann waren die 2 Ärzte und haben uns das erklärt. Und ist natürlich für die Yvonne Welt zusammengebrochen, für mich gleich mit. Ne? Die Diagnose lautet Alzheimer im Frühstadium. Frau Herber, ich werde heute einen Test mit Ihnen machen und mit dem Test kann ich verschiedene Funktionen prüfen. Das ist zum einen die Sprache, weiterhin werde ich das Gedächtnis testen und auch Aufmerksamkeitsleistungen. Ich werde Ihnen jetzt 10 Worte zeigen und ich bitte Sie, dass Sie mir jedes Wort vorlesen und sich dabei einprägen bitte. Und ich werde Sie dann im Anschluss bitten, die 10 Wörter wieder zu erinnern. Ja? Also los geht's. Königin.
Hütte. Stange. Motor. Karte. Brief. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie mir die Figur, die Sie hier sehen, abzeichnen. Und jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie mir nochmal die Wörter wiederholen, die Sie vorhin hier gelernt haben. Mhm. Also alle Wörter, die Ihnen einfallen, ja? Mhm. Also Brief, Schrank, Hütte, wie ein Loch irgendwie. So. Es kommt einfach nicht mehr zurück, das Wort dann mit der Zeit. Oder ziemlich kurzfristig, sage ich mal so. Ist ja. Also ich bin der Meinung, dass es das Kurzzeitgedächtnis ist. Eine klassische Alterskrankheit schlägt zu. Mitten hinein in den Alltag einer berufstätigen Frau mit Familie. Morgen. Morgen. Ja. Hans Herber gibt sich große Mühe. Die Krankheit soll nicht alles überlagern. Ja. So viel Normalität wie möglich. Vor allem für seinen Sohn. Morgen. Die Kinder von Yvonnes bester Freundin Sandra sollen sich nach wie vor zu Hause fühlen. Wir bräuchten dann noch, müssen dann noch so einen Korb nehmen und die Teller und alles reintun. Hans versucht, Yvonne einzubinden. Doch sie verschwindet immer mehr in ihrer eigenen Welt. Yvonne? Da fährst du auch mit, ja? Zum Söldner. Ja. Yvonne, willst du nichts essen? Ja, auf. Der Tag ist kurz. Ihr innerer Rückzug belastet die Familie fast noch mehr als Yvonnes Vergesslichkeit. Sie nimmt immer weniger Anteil. Wenn Gespräche stattfinden, ganz banale Gespräche, man sitzt zusammen mit 3, 4, 5 Leuten, dann wird Yvonne automatisch still. Und da hatte ich auch extreme Probleme am Anfang damit. Sie wird dann ganz ruhig und redet nicht mehr mit. Aber mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt. Das ist einfach bei ihr so, ja. Dann zu viele reden und dann ist das wahrscheinlich für sie zu viel und dann nimmt sie sich lieber ein Stück zurück. Yvonne wirkt zunächst zerbrechlich. Sie spürt genau, dass ihr Gedächtnis, die Konzentration und die Orientierung beeinträchtigt sind. Mit der Zeit nimmt sie die Herausforderungen der Krankheit an. Doch es fällt ihr schwer zu akzeptieren, dass es ohne Hilfe kaum noch geht. Der Sohn muss immer mehr für die Mutter da sein. Und nicht umgekehrt. Wie bitte? Die ist hier vorne. Doch nicht. Da hinten war doch Mutter, hab ich doch gesagt. Holst du es schnell mal? Ja, klar. So, ach, Mehl habe ich noch vergessen. Ist der Marc jetzt? Den Einkauf, die Fahrt zu Ärzten. Alles erledigt Yvonne noch mit ihrem eigenen Auto. Die Ärzte haben sie bereits darauf hingewiesen, dass es riskant werden könnte. Aber sie möchte ihre Unabhängigkeit noch bewahren. Auch wenn sie weiß, dass die Krankheit fortschreitet. Ich habe die Angst halt auch, meinen Mann oder meinen Sohn nicht mehr zu erkennen. So Sachen. Aber ich denke, dass ich bin guter Hoffnung, dass es lange dauert bis zu so einem Status. Ist okay? Nicht mal einen von 100 Alzheimer-Patienten trifft die Erkrankung so früh. Bitte den Kopf noch mal um ungefähr 3 Grad nach rechts drehen. Gibt es bei diesem ungewöhnlichen Krankheitsverlauf auch ungewöhnliche Therapiemöglichkeiten?
Okay, dann geht's jetzt gleich los. Ihr Arzt, David Provolovic, wird Yvonne Herber die nächsten Jahre begleiten. Sie wird für ihn zu einer ganz besonderen Patientin. In solchen Fällen, also man ist ja in einem ähnlichen Alter, geht es einem schon besonders nahe. Das muss man offen zugeben. Und ich denke, dementsprechend sensibel geht man dann auch mit solchen Patienten auch um. Wichtige Rolle für uns. Doch David Provolovic und Yvonne stehen bald vor einer heiklen Entscheidung. Weil Yvonne so jung ist, vermutet ihr Arzt eine seltene genetische Form von Alzheimer. Und die ließe sich per Gentest diagnostizieren. Das gäbe Gewissheit. Aber dieses Wissen wäre auch eine Bürde. Denn falls Yvonne die Alzheimer-Gene trägt, könnte auch ihr Sohn sie geerbt haben. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Sollte Mark wirklich ein Alzheimer-Gen tragen, bekäme er die Krankheit bereits so früh wie seine Mutter. Sie sind damit einverstanden, dass das Untersuchungsmaterial dann auch weiter für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt werden kann und auch bis zu 10 Jahren aufbewahrt werden kann bei uns. Dann würde ich Sie bitten. Wollen Hans und Yvonne die Wahrheit wirklich wissen? Hier nochmal mit Ihrer Unterschrift anzuzeigen. Yvonne stimmt schließlich zu. Für eine Genanalyse reichen ein paar Milliliter. Yvonne und Hans hoffen, dass die Forschung auch mit ihrer Hilfe zu neuen Erkenntnissen kommt. Und, wenn der schlimmste Fall eintritt, dass die Ärzte ihrem Sohn dann helfen können. Also vorwiegend ist es bei mir erstmal die Angst. Hoffentlich bekommt das nicht. Ja? Und ich hoffe, die Entwicklung, gute Medikamente zu finden, um das vielleicht auch irgendwann mal zu stoppen, wäre schon schön. Frühjahr 2011. Genau ein Jahr ist seit der Diagnose vergangen. Hans Herber muss nun fast allein die Verantwortung für Mark tragen. Für seine Erziehung, seine Schulsorgen. Dafür, dass er trotz allem ein ganz normaler Junge sein darf. Vater und Sohn rücken noch enger zusammen. Sie wollen gemeinsam für Yvonne eine große Stütze sein. Na, Mutti? Wenn ich mal mit ihm spreche oder irgendwas vergessen habe, dann guckt er mich immer so an und sagt Mama und streichelt mir immer in die Schulter. Dann weiß ich, dann hat dann geklappt, was ich sagen wollte. Ja, ich liebe sie auch ganz doll und ich denke mal, das gibt ihr auch Kraft, so dass sie zwei Leute hat, die sie richtig unterstützen, auch noch meine Tante und mein Onkel und die Sandra. Die sind ja alle für sie da, sage ich mal. Aber gehst du jetzt eigentlich auch noch walken? Yvonnes beste Freundin Sandra wohnt mit ihren beiden Kindern ebenfalls im Haus der Herbers. Sie ist Krankenschwester, alleinerziehend und arbeitet wie Hans im Schichtdienst. Beide legen, wenn möglich, ihre Arbeitszeiten so, dass immer jemand für Yvonne da ist. Dieses Leben in einer Art Wohngemeinschaft macht es für alle leichter. Wir machen ja jetzt im Mai einen Motorradurlaub und dann fahren wir in die Steiermark für 3 Wochen. Da freue ich mich schon drauf. Mal schön entspannen und die Seele baumeln lassen, das ist schon schön. Ich glaube, so wie es auch momentan noch vom Stand der Dinge ist, kommt man da noch ganz gut klar. Wie das mal in ein paar Jahren sein wird, weiß ich wirklich auch nicht. Ja. Man verändert sich wahrscheinlich auch mit der Situation. Ne? Wie wird das fortschreiten mit der Yvonne? Wie werde ich mich verändern? Wie wird das Ganze hier werden? Das weiß kein Mensch. Ne? Der Tag der Gewissheit. Hans und Yvonne haben einen Termin in der Uniklinik Gießen. Das Ergebnis des Gentests liegt vor. Ist es wirklich Alzheimer? Oder vielleicht doch eine ganz andere Erkrankung. Und ist Sohn Mark betroffen?
Ich habe echt Schiss. Warum? Deswegen mag. Yvonne, es hat auch gar keine Aussage, auch wenn es jetzt so oder so ist. Ja, trotzdem, wenn er es dann auch kriegt, ein bisschen schlecht, gell? Der kriegt es nicht. Hm? Brauchst keine Angst haben. Das weiß man nicht. Doch, ich weiß es. Hm? Mach dir keine Sorgen. So, Frau Herper. Grüß Gott, Müller ist mein Name. Ja. Herr Herper. Hallo, Herber. Ja. Bitte, darf ich Sie bitten? Klar. Komm. Kommen. Gehen wir mal raus. Das haben die Kollegen Ihnen ja in Frankfurt auch bereits erklärt, weil die Erkrankung bei Ihnen sehr früh ausgebrochen ist, wurde ein genetischer Test durchgeführt. Es ist folgendermaßen, tatsächlich ist eines dieser Gene verändert. Und damit ist es also jetzt zumindest auch bewiesen, dass es eine der seltenen, nur von einem Gen abhängigen Erkrankungen ist. Mhm. Was würde jetzt für den Markt bedeuten, für unseren Sohn? Ja, das würde diese Situation sein, also dieses 50-50 Wahrscheinlichkeit, dass es nicht geerbt hat oder dass es geerbt hat. Okay. Das hat für dich jetzt auch, das hat für uns keine Auswirkung. Jetzt du hast nur die Bestätigung, dass du es hast, definitiv, ja? Das musstest du im Prinzip. Und beim Marc ist es halt nach wie vor offen. Ne? So habe ich das verstanden jetzt. So ist es, genau. Ja. Die Forschung ist dran. Wenn er 18 ist, könnte er rein theoretisch diesen Test machen. Schauen wir mal, was er dann später da. Da würde ich ihn jetzt auch gar nicht mit konfrontieren. Nee. Sinnlos. Also ich hoffe inständig, dass er es nicht hat. Mein Vater, der ist dann offen auf mich zugekommen und hat mir das halt erzählt, dass die Chance 50-50 steht, dass ich diese Krankheit bekommen kann. Und hat mit mir darüber offen geredet und hat gesagt, es würde ja auch nichts bringen, wenn er es mir verschweigt. Ich bin da eigentlich relativ locker und denke eher weniger, dass es so mich trifft. Und wenn, dann ist es so, dann kann ich ja mit 18 auch diesen Test machen. Und wenn die dann sagen, dass ich es habe, dann kann man das ja dann schon aufhalten und dann wird es nicht, ich denke, dann wird es nicht so schlimm. Es ist ein Glück, dass er sich kaum Sorgen um sich selbst macht. Denn er muss verkraften, dass die Krankheit nach seiner Mutter greift. Leicht ist es natürlich für ihn nicht. Man kann ihm auch dieses Schicksal nicht abnehmen, dass seine Mutter die Krankheit hat. Man kann halt immer nur mit ihm drüber reden und ihm sagen, dass es alles irgendwie gut läuft und dass es ihr gut geht und dass wir alle auf sie aufpassen und dass er auch keine Angst zu haben braucht, dass wir alle für ihn da sind. Mehr kann man eigentlich jetzt für ihn nicht tun. Und ich denke mal, das wird sich halt auch über die Jahre zeigen, wenn die Krankheit sich wenn die Krankheit noch stärker hervorkommt, wie er damit umgehen wird. Herbst 2011. Für Sandras Sohn Daniel steht demnächst ein Schulwechsel an. Wir gehen jetzt mal mit Dani die Schule angucken, gell? Mhm. Kommst du klar? Ja. Nimmst du deine Tabletten auch? Ja. Und wir sind nicht lange weg. Also wir gehen ja gerade vor an die Karl-von-Weinberg-Schule. Mhm. Halbe Stunde, Stunde sind wir wieder da. Mhm. Okay, bis gleich, gell? Tschüssi. Tschüss. Wenn was ist, rufst du an, ja? Mhm. Alleinsein, keine Ansprache. Ich habe mir immer Rätsel gekauft und dass ich vielleicht auch noch was für mich tun kann, fürs Hirn. Das mache ich auch immer, damit es besser wird.
meinen Schal, meinen lila Schal sehen? Nee. Doch, suchst du den? Den hast du bestimmt hier. Ja, ich habe auch deine Jacke geguckt. Ich finde es nicht. Dann nehmen wir einen anderen. Irgendwas finden wir. Hier hängt ein Schal. Nee, der ist schwarz. Ja, es ist schlimmer geworden, weil sie jetzt auch teilweise noch mehr, also ziellos durch die Wohnung läuft und auch sich nicht mehr so gut ausdrücken kann und dann immer anfängt zu stottern und plötzlich mit einem anderen Thema anfängt. Und das ist manchmal schwer zu sehen. Ich hatte echt Angst, dass sie wieder hier in der Küche sitzt und weiter vor sich hin, ich sag mal, vegetiert. Das wäre für mich ein Albtraum, wenn sie jetzt morgens wieder da sitzt und den ganzen Tag... Hat ja auch keine Ansprache dann und ist ja auch niemand zu Hause oft. Ja? Ich bin im Frühdienst, die Sandra ist im Frühdienst, Kinder sind in der Schule. Was macht sie den ganzen Vormittag? Hans sieht nur eine Lösung. Tagsüber soll Yvonne in einem Heim betreut werden. Doch schnell wird klar, sie passt nirgendwo hinein. Tagesstätten für psychisch Kranke betreuen Menschen mit Schizophrenie oder Depression. Und auch in Demenzeinrichtungen könnte Yvonne sich unwohl fühlen. Rein in die Demenzrichtung gehst, dann hast du ja wieder vom Alter her das Problem. Dann sind dann nur ganz alte Leute, ja. Aber hier steht auch zum Beispiel was mit Tages, was sie so machen. Das interessiert mich immer, was sie für ein Programm anbieten. Die Ergotherapie ist sehr wichtig für sie auch. Oder Konzentrationstraining gibt es noch. Naja, das muss man am besten vor Ort sehen. Oh, das bringt ja nichts. Ja, doch, geh nochmal auf Tagesstätte. Hans vereinbart schließlich einen Probetag in einer Tagesstätte für psychisch Kranke. Werden Sie heute gefilmt? Ja. Den ganzen Tag? Ja. Sie können auch, wenn Sie möchten, was Einfacheres machen. Und am besten legen Sie es so hin, dass die Mittellinie... Am Anfang ist es ein bisschen kompliziert, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann... geht das irgendwann automatisch. Yvonne wird die nächsten Wochen tagsüber hier verbringen. Hans ist erleichtert und beklemmt zugleich. Es ist ein erster Moment des Abschieds von seiner Frau. Zurzeit höre ich ein Lied besonders oft, sagt er uns. Heute, wo du weit weg bist, kann ich dich langsam so viel besser sehen. So wie jetzt hab ich dich früher nie vermisst. Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück. Das ist alles so lang vorbei. Doch die Bilder dieser Zeit, sie sind alle noch hier. Ein ganzes Jahr ist eine halbe Ewigkeit. Und es ist Ewigkeiten her, da draußen vor der Tür. Der Ort hier hat schon eine besondere Bedeutung. Hier hatte ich die Yvonne mal überrascht an ihrem Geburtstag. Um Punkt 12 bin ich dann ins Auto und habe dann die Kühltruhe geholt und alles. Da hatte ich dann Champagner, Melone, alles drin. Und da haben wir hier ihren 25. Geburtstag damals ganz alleine hier gefeiert. Und ich glaube, das war für sie ein schöner Moment und auch für mich. Das war was Außergewöhnliches. Da denkt man natürlich gleich dran, wenn man an so einen Ort mal zurückkommt. Ja. Wir waren oft hier und haben an warmen Sommerabenden oder so über den Flughafen geschaut, wenn man mal mit dem Motorrad zurückkam. Frühjahr 2012. Fast zwei Jahre sind seit der Diagnose vergangen. Yvonne ist wieder für einige Tage in der Uniklinik Frankfurt. Keine Angst vor morgen? Nein? Gut, ist ja auch keine große Aktion im Prinzip. Gell? Drücke ich dir ganz fest die Daumen, ich bin hier arbeiten. Und dann sage ich dir jetzt mal Tschüssi. Gell? Guckst du noch ein bisschen Fernsehen oder gehst du noch mal raus? Mal gucken. Ja, dann mach's gut, Yvchen. Ja?
Bis morgen. Ich komme dann Mittag dann zu dir, gell? Wenn ich von der Arbeit komme. Ja? Ja, gut. Mach dir keine Sorgen. Es sind für Yvonne Tage der Hoffnung. Denn es soll ein neues Medikament ausprobiert werden. Doch zunächst stehen Gedächtnistests an, fast ein Jahr nach der letzten Testreihe. Wie sehr ist die Krankheit fortgeschritten? Können Sie mir auch sagen, an welchem Ort wir hier sind? Wir sind hier in der, Also Tagus Tate, nicht die... Moment. Hier sind... Hier in dem Gebäude. Mhm. Okay, jetzt kommt das Zeichnen. Und ich bitte Sie, dass Sie die Figur darunter abzeichnen, bitte. Und jetzt machen wir noch eine andere Sache. Und ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie die Wörter noch mal mir sagen. Die Wörter, die Sie vorhin gelernt haben. Also. Klee. 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 Königin. Hütte. Jetzt gibt es nicht mehr. Mhm. Okay. Gut. Das waren die Wörter. Haben Sie noch jetzt drei erinnert von den 10 Wörtern? Frustriert halt immer wieder. Ja. Ist anstrengend gerade? Nee, nicht, aber es frisst mich jeden Tag. Frisst wirklich nicht. Was ich für ein Ziel nicht mehr schauen kann. Yvonnes Gedächtnis hat sich unerwartet deutlich verschlechtert. Die vielleicht letzte Hoffnung heißt jetzt eine neue Therapie. Wenn wir mit dieser Infusionstherapie es schaffen können, diesen unglaublich schnellen Abbau etwas zu verlangsamen oder so zu verlangsamen, dass sie noch einige Jahre bekommt, dann hat man sehr viel erreicht. Allein wegen dieser Hoffnung müsste man den Weg gehen. Ja? Ist ja für den Mensch schön, wenn man weiß, es könnte doch noch irgendwas Positives in der Geschichte oder bei der Geschichte rauskommen. Ja, also sie möchte sich nicht aufgeben und ich denke mal, sie hat auch wirklich das Recht, dass man sie dann nicht aufgibt und alles Mögliche versucht. Und wir haben halt die einmalige Chance, dass wir diese Therapie oder diesen Heilversuch machen können. Und dann muss man das natürlich auch nutzen. Ne? Yvonne soll über ein halbes Jahr Infusionen bekommen. Sie enthalten besondere Immunstoffe, die die typischen Alzheimer-Ablagerungen im Gehirn bekämpfen sollen. Das Medikament ist bisher nur für andere Erkrankungen zugelassen, nicht für Alzheimer. Doch die Krankenkasse hat den Versuch genehmigt, weil keine andere Therapie mehr zur Verfügung steht. Naja, ich kann nicht sagen, ganz, das geht alles weg, das kann ich nicht sagen. Ich bin ja keine Ärztin und also ich verspreche mir ganz viel davon. Das ist ja in Amerika auch schon gemacht worden ist. Ein Moment der Zuversicht. Auch wenn sie weiß, dass derzeit keine Therapie Alzheimer wirklich heilen kann. Sie muss zur Beobachtung noch eine Nacht in der Uniklinik bleiben. Für Hans ist es der erste freie Abend seit langem. Genauso für Sandra, die eine Etage über den Herbers wohnt. Gebt die 1300, dann meinst du? Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht für 2 Personen. Also ist ja bestimmt mit 1300 Kubik nicht gerade leicht. Guck mal, also dass hier steht. Vielleicht, dass hier ganz leicht zu fahren ist. Guck.
Ja, das habe ich die schon öfters. Die wiegt selbst 270 Kilo. Weißt du, wie schwer das ist? Schwerer als die 900 der GBZ von mir. Man kann auch mal kurz durchatmen. Und es tut natürlich jeden Mensch, der so eingebunden ist, tut es gut. Das ist richtig. Mhm. Ja, natürlich. Dir auch. Mhm. Du bist ja manchmal auch sehr stark betroffen von der Sache. Mhm. Die Yvonne ist ja weiterhin liebenswert, süß und alles, aber es ist halt auch schwierig mit ihr teilweise. Mhm. Und es strengt an, ist klar. Mhm. Wenn man auch oft jemand weinen sieht permanent und tröstet und es kostet Energie. Yvonne hat über Nacht keinerlei Nebenwirkungen gespürt. Sie freut sich nun auf die nächsten zwei Wochen, auf die von ihr lang ersehnte Urlaubsreise in die USA. In Florida. Sandy, wie fühlst du dich an deinem Geburtstag? Gut. Um die Uhrzeit? Es ist jetzt ungefähr Viertel nach sechs oder so und wir sind schon am Strand. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Yvonne, wie geht's dir heute? Auch gut. Vor allen Dingen jetzt, weil sie heute Geburtstag hat. Okay. Äpfchen? War schwieriger als gedacht, weil dann Englisch noch schwieriger, andere Umgebung, da sind so viele Sachen aufeinander getroffen, da war es für die Yvonne noch schwieriger als hier zu Hause und da waren gerade die ersten drei Tage waren richtig schwierig, also da ist es schon zwei, dreimal richtig abgestürzt und dann waren auch so mal die ersten Gedanken, dass sie gesagt hat, ja, sie hat keine Lust mehr und es wäre besser, dass alles vorbei ist und so und das war dann für uns alle schon ein richtiger Schock. Und es kommt noch schlimmer. Hier haben wir gestanden und dann ist sie an mir vorbeigerannt. Und da habe ich erst gar nicht realisiert, was sie vorhat, weil sie ja diese Metallklammer in der Hand hatte. Und dann hat sie hier halt versucht, in diese Steckdose richtig vehement reinzubekommen mit dem Metall. Ja. Sie hat es natürlich nicht mehr gepackt von der Bewegung her, aber sie wollte natürlich mit dem Metall in die Steckdose rein. Sie hat dann später auf dem Bett gelegen und wie so ein kleines Kind sich dann nur noch so gedreht, so leicht, ja. Das war dann, ist dann völlig zusammengebrochen. Na. Yvonne ist wegen akuter Suizidgefahr in die geschlossene psychiatrische Abteilung der Uniklinik Frankfurt eingewiesen worden. Hallo, Peter. Ja, hier ist Herbert. Viele Alzheimer-Kranke bekommen eine Depression. Vor allem, wenn sie sehr bewusst ihren geistigen Verfall erleben. So wie Yvonne. Na, wie? Gut. Hm? Alles klar? Ja. Hm? Und heute Infusion, ne? Mhm. Mit Zeit. Freust dich, dass es weitergeht. Ja. Hm? Sie soll in der Klinik erst mal zur Ruhe kommen und neu mit Medikamenten eingestellt werden. Gut. Ist alles okay. Hm? Ja. Das hast du bald hinter dir her, ja? Okay. Mhm. Stark sein. So, guten Tag. Grüße Sie. Ach. Frau Herber. Guten Tag. Grüße Sie. Und? Schön. Ja, hat sich ja ein bisschen stabilisiert jetzt. Ist ein bisschen besser als am Wochenende, glaube ich, noch, kann man sagen, gell? War schon ein Schock für uns alle. Mhm. Aber er hat mir auch versprochen, dass er es nicht mehr macht. Gell? Wollen wir mal davon ausgehen. Ja, ja, da müssen wir einfach jetzt in Zukunft auch schauen, dass man Situationen möglichst vermeidet, in denen sie das Gefühl haben, dass sie an irgendetwas scheitern. Ja? Also indem man einfach so den Druck rausnimmt. Ja? Und wenn irgendwas nicht klappt, dann macht man einfach eine kleine Pause. Dann ist es gut. Dann kann man es nachher noch mal probieren, dann klappt es vielleicht besser.
Hier ist es halt alles ein bisschen ruhiger. Und also meistens, wenn ich hierher komme, ist sie schon ausgeglichen und lächelt und lacht. Zu Hause haben wir innerhalb von, sag ich mal, einem Tag, anderthalb Tage, dann ging das langsam los. Dann sind die Enttäuschungen wahrscheinlich zu groß. Genau. Ja, so ist es auch, denke ich mir. Ne? Das ist genau der Punkt. Ja. Ah, ja. Das ist genau der Punkt. Also man muss wirklich so sehen, dass man die Situationen, die dann sehr stressig oder sehr enttäuschend sein können, möglichst vermeidet. Ja? Die Angehörigen leiden ja mindestens genauso. Die merken ja auch, was immer wieder nicht klappt zu Hause, an welchen völlig normalen alltäglichen Handlungen Frau Herber scheitert. Und ich denke, die eigene Wut oder Enttäuschung darüber, dass es so ist, nicht über Frau Herber selbst, aber darüber, dass eben diese Krankheit eben die Mutter und auch die Ehefrau ihnen entreißt, ist ja sehr schwierig für die Familie. Mark ist mittlerweile 13 und hat Graffiti für sich entdeckt. Er will jetzt sein eigenes Ding machen, wie er sagt. Er hat das gemeinsame Hobby mit seinem Vater, das Motorradfahren, aufgegeben. Hans kauft ihm jetzt Sprühdosen und stellt die Garagenwand zur Verfügung. In der Hoffnung, dass er ihm nicht entgleitet, angesichts des langsamen Verlustes der Mutter. Gleichaltrige Freunde wie Philipp werden nun immer wichtiger. Gepackt, oder? Würde ich auch sagen. Wir sind eigentlich uns ziemlich ähnlich. Wir haben zum Beispiel jetzt Graffiti generell mit den Dosen und so. Wir fahren beide ein bisschen BMX, haben beide Alzheimer-kranke Leute in der Familie. Und deswegen ist das Zusammenleben sozusagen jetzt ziemlich schön und wir können halt alles zusammen machen. Und gerade habe ich gehört, du hast auch schon mal ihn heulen sehen. Was war das? Wann kommen bei dir mal die Tränen? Also bei mir kommen die Tränen eigentlich relativ selten, aber wenn, dann ist es meistens, wenn ich mich stark verletze oder wenn ich halt mit meinem Vater streite, weil das ist eine extrem krasse Sache für mich, weil mein Vater mir eigentlich mit Tante, Onkel und so, ist es eben die wichtigste Person in meinem Leben. Und wenn ich mit ihm dann halt Stress habe, dann schlägt es schon ziemlich ein und da kommen mir dann halt schon schnell die Tränen. Das war wegen der Schule, schätze ich, oder? Ja. Die Briefe, die ich öfters mal wegen dem Markt bekomme, das ist halt schulisch immer ein Problem. Dann wurden auch die Leistungen immer schlechter und irgendwann musste ich ihn runternehmen von der Schule, weil er einmal die Klasse wiederholt hat und dann auch immer dieselbe Geschichte mit dem Stören und so im Unterricht. Eigentlich wird er immer gemocht auch von den Lehrern, aber oftmals boykottiert er den Unterricht oder stört, zieht die anderen dann mit. Na, Großer? Ja. Wie? Gut. Alles klar? Ja. Hast du den ganzen Kram mitgekriegt schon? Mhm. Hast du schon mal durchgelesen? Mhm. Äußerst ungünstig, Marc. Mhm. Sag mal was. Naja, Marc, du hast mir jetzt schon, wir haben doch 1000 Gespräche schon geführt. Du musst doch irgendwann mal anfangen zu denken und anders dich zu verhalten, oder? Sag mir mal, warum du den ganzen Unterricht komplett boykottierst. Ich weiß nicht. Ja, aber es muss einen Grund geben, Marc. Irgendwas muss es doch sein, wo du dann, was bewegt dich dazu, dass du dann so querschießt immer? Keine Ahnung. Wie geht's denn weiter? Erklär. Ich weiß nicht. Marc, du kannst nicht immer sagen, weiß nicht. Ja, wenn ich dann nicht weiß, was soll ich denn sagen? Ja, dann kann ich dir aber sagen. Hm? Ja. Kein Abschluss? Oder einen ganz miesen Abschluss? Lehrstelle? Hallo? Wo? Was? Also mir tust du damit richtig weh, wenn das nicht funktioniert, Marc. Ich kann nicht sagen einfach, ich weiß nicht. Und ich kann auch nicht sagen, ist mir egal. Wenn du jemand liebst, dann ist es nicht egal.
Wenn ich dich völlig ziehen lasse und wenn mir alles egal wäre, dann würde ich dich nicht lieben, oder? Ja. Komm, Junge, reiß dich mal zusammen, ha? Denk noch mal drüber nach, ja? Okay. Okay. Es ist ja nicht so, dass ich sage, mir egal. Es ist, so ist es ja auch nicht. Es ist schon so, dass ich sage, ja, Junge, du musst was tun. Ich meine, es geht ja immerhin um deine Zukunft. Du willst ja später auch weiter gut leben. Und aber das bricht immer wieder aus, warum auch immer. Es ist wie so ein Virus, der immer wieder ausbricht. Man kann es kaum beschreiben, wie das ist. Und man denkt in der Situation auch nicht darüber nach, was man tut. Es kommt erst danach. Erst wenn es soweit ist, dass man bei der Schulleitung sitzt oder sonst wo, dann denkt man sich, was hast du da nur wieder angerichtet? Aber in der Situation denkt man darüber nicht nach. Marks Schulprobleme sind für Hans eine große zusätzliche Belastung. Mehr als er es Mark spüren lässt. Seine einzige Ausflucht sind Touren mit Sandra. Und die Freude auf die nächste Reise. Sobald Yvonne aus der Klinik kommt, möchte er mit ihr und Sandra eine Alpentour unternehmen. Ah, das ist der Slowenien. Genau. Ja. Die jetzt hier einmal. Das ist diese Dreiländertour, ja. Genau. Hier. Sandra ist Hans' wichtigste Vertraute geworden. Nächsten Tag fahren wir dann. Beide nehmen sich vor, es Yvonne niemals spüren zu lassen, dass sie mittlerweile mehr als bloße Freundschaft füreinander empfinden. Okay. Ja, gut, wenn wir in Fusch übernachten, können wir am nächsten Tag können wir den in aller Ruhe fahren. Und diese Stimmt, Italien kleine. Noch. Das ist alles das, nur Italien. Aber das wird ein ganzer Tag dauern. Also das Ding. Meinst du, das zieht sich eher? Nach fast 5 Wochen in der geschlossenen Psychiatrie soll Yvonne heute entlassen werden. Freut sie sich bestimmt, gell? Mhm. Ja, bitte? Ja, hallo, hier ist Herbert. Hallo! Na? Jetzt kommt das Fernsehteam, Leute. Du hast mitgebracht. Na, Yvonne? Na? Wie? Gut. Alles gut? Letzten Minuten hier? Ja. Ich freust dich doch, oder? Bin gespannt. Naja, du weißt ja, wie es ist. Ja? Das packst du. Doch der Tag bekommt unerwartet eine Wendung. Aber es gibt jetzt 2 Sachen, die wir jetzt besprechen müssen vorher. Aber und zwar, Sie fahren, glaube ich, gerne Motorrad. Oder fahren mit bei so. Mit, ja. Genau. Also so lange Touren, also wo Sie irgendwie den ganzen Tag da auf dem Motorrad sitzen, das ist nicht so ganz, müssen Sie aufpassen, ne? Weil der Gleichgewicht nicht mehr so gut ist. Ja? Und wenn da irgendwie schwindlig wird und Sie da dann irgendwie umkippen, dann bringen Sie sicher sich und andere auch in Gefahr, also andere Verkehrsteilnehmer. Hm? Ja, dann fahrt ihr mit den Motorrädern und ich bin daheim. Naja, Yvonne, dann fahren wir halt auch nicht, dann bleiben wir halt auch zu Hause. Hm? Da reden wir nochmal nach zu Hause in Ruhe. Okay? Wenn es nicht geht, dann. Ich kann gerade mit dem Auto fahren und dann. Hm? Ich habe so das Gefühl, dass ich alles überkriege. Ja, verstehe ich schon. Ja. Das machen wir, das tun wir in Ruhe bereden, okay? Wir finden da einen Weg, ja? Hm? Okay. Aber es ist auch mal wichtig, dass du jetzt so deine Struktur jetzt auch mal hast mit deiner Tagesstelle. Jetzt müssen wir erstmal mit der Tagesklinik anfangen und mit dem, dass die Infusion weiterläuft. Und dann, wenn das alles nicht geht, dann fahren wir natürlich auch nicht, okay? Yvonne ist in eine Tagesstätte für Demenzpatienten gewechselt. Es ist mittlerweile ihr 4. Heim. In den anderen Tagesstätten hieß es am Ende immer, man habe nicht genug Betreuungspersonal für sie. Denn Yvonne wird immer orientierungsloser.
So bleibt keine Wahl. Mit 44 muss sie sich in einer Gruppe mit 80-Jährigen zurechtfinden. Jetzt hier schön auf die Jawohl, sehr gut. Gut, Frau Will. Nur wenige Wochen später ist wieder alles anders. Eines Tages ging dann das Telefon, da hatte mich dann die Leiterin von dem Haus Edelweiß angerufen und hatte gemeint, es wird jetzt gar nicht mehr gehen, wir sollen die Yvonne sofort abholen. Und da war der Zustand halt auch schon kritisch, da war schon eine Woche vorher, ging das auch schon los, dass sie mit der Inkontinenz, sie konnte den Stuhl nicht mehr halten und das ging dann alles, wurde alles richtig schlimm. Und dann die Aggression noch dazu und da war natürlich klar, dass da Endstation ist. Ne? Dann standen wir natürlich wie vor einem riesen Scherbenhaufen, weil auf einmal war die Yvonne wieder zu Hause. Wir hatten keinerlei Aussichten, irgendwo hinzugehen. Und dann standen wir wieder da vor dem Nullpunkt. Ja. So, ist gut? Jetzt ist gut, ja? So, Kopf nach hinten. Wenn es zu warm wird, musst du es sagen. Yvonne, hast du dich unter den Armen und so schon gewaschen? Hast du dich unter den Armen gewaschen? Ja, schon. Wirklich? Ja. Gut. Vorsicht. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Einmal rumdrehen. Umdrehen, ja. So. Okay. War schon. Gepackt. Dies war noch ein guter Morgen, sagt Hans später. Abtrocknen. Denn Yvonnes Stimmung bleibt heute stabil. Fuß hoch. Doch häufig kippt sie ab in Trauer oder Aggression. Sie registriert offenbar ihren Verfall immer noch ungewöhnlich bewusst. Hans ist oft am Ende seiner Kraft. Das ist natürlich schwer. Ich will die Yvonne ja auch nicht. Yvonne ist ja auch ein Teil von meinem Leben. Wir sind 20 Jahre zusammen. Das ist auch alles nicht leicht, aber im Endeffekt würde ich ganz gerne irgendwann mal. Würde ich ganz gerne irgendwann mal wieder ein bisschen Freiheit haben, so. Ja, halt normal leben. Das wäre ganz gut. Ja. Es erstickt einen mit der Zeit. Ob man den Mensch mag oder nicht, das ist dann unrelevant, ja. Yvonne hat bis jetzt ein halbes Jahr lang die Infusionen erhalten. Die Ärzte wollen den Verlauf der Erkrankung überprüfen. Wir machen einen kurzen Test, ganz kurz nur. Schauen Sie mal, wie es Ihnen geht dabei. Und wenn Sie es gar nicht möchten, dann hören wir wieder auf, ja? Okay? Ihr Mann ist mit dabei. Ich möchte kein... Yvonne? Guck, schau mich doch mal an. Wie war denn die Aufmerksamkeit heute Morgen? War die gut da, oder? Also, wenn sie morgens aus dem Bett kommt, hat sie meistens so 5 bis 10 gute, also ich sag mal normale Minuten und dann geht's dann langsam los in die Richtung. Mhm. Und dann, wie gesagt, die Jungs kamen, dann war sie extrem gut drauf. Und jetzt sind wir halt so wieder in der Phase. Mhm. Dann gibt's halt noch die Aggressionsphase, die hat sie teilweise auch, dann, dass sie dann richtig sauer wird und wütend, ja. Aggressiv. Ja. Ja. Das sind so die 3 verschiedenen, ja, Geschichten. Ja. Yvonne? Die weitere Therapie wird abgebrochen, entscheidet ihr Arzt. Das Beste, was man an der Stelle machen kann, ist, Beistand zu leisten. Und den Patienten und den Angehörigen einfach das Gefühl zu vermitteln, einfach da zu sein und als Ansprechpartner da zu sein. Und den Weg gewissermaßen ein Stück gemeinsam zu gehen. Und in der Regel erlebe ich das auch, dass es gut angenommen wird. Und dass es dann auch, dass die Patienten und auch die Angehörigen dann auch sehen, dass die Wissenschaft am Ende ist und dass jetzt noch das Menschliche bleibt. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu der Variante Heim schon immer gehabt.
der Mensch geht dann verloren. Ja. Man fährt vielleicht zweimal die Woche hin für eine halbe Stunde und verliert eigentlich so den Kontakt zu Yvonne. Dann haben wir halt hier die Möglichkeit gehabt oder die Räumlichkeit, dass wir die 24-Stunden-Pflege angehen. Wobei da natürlich allen klar war, das ist erstmal eine Probe. Da weiß keiner, wie das funktioniert. Da haben wir natürlich auch Angst davor gehabt. Wir wussten weder, wer kommt, wer kann mit der Yvonne umgehen. Packen wir das? Packen das die Kinder? Das war alles offen. Es kam Alina, eine Rumänin. I like to cook. Yes, I don't have what to do, so I cook sometimes. Eine Agentur für Pflegekräfte hat sie vermittelt. Yvonne muss aus einer Spritze trinken, da sie Schluckbeschwerden hat. Ein typisches Problem im Endstadium von Alzheimer. Sie braucht jetzt ständig jemanden in ihrer Nähe, mit viel Zeit und Geduld. Yvonne, trinken. Trinken, Yvonne. Schlucken. Yvonne. Ja? Gut. Alles ist gut, Yvonne. Alina meistert die Aufgabe so, dass ihr Kommen von allen als Glücksfall empfunden wird. Jetzt ist klar, Yvonne kann zu Hause bleiben. Die Familie wird sie bis zum Schluss begleiten können. Obwohl seine Mutter nebenan liegt, schafft Mark es nicht, sie zu besuchen. Er verschanzt sich in seiner eigenen Welt, panzert sich gegen Verlust und Trauer. Das zeigen seine Gedanken, die er mit verstörender Ehrlichkeit äußert. Es ist ja auch kein wirklicher Mensch mehr so. Ich kann kaum laufen. Eigentlich ist es schwer, schon zu essen, Medikamente zu nehmen und so. Es ist eigentlich nur noch ein Leiden. Für uns, sie spürt ja nichts mehr, aber für uns ist es schon eher blöd. Manchmal denkt man eben, es wäre besser, auch wenn es hart klingt, so, dass sie einfach nicht mehr da wäre, damit die Situation sich einfach mal entspannt und nach dem Stress über die Jahre einfach mal Ruhe jetzt ist und alle sich mal erholen können, weil es ja für alle eine Riesenbelastung ist. Beim Abendessen trifft Mark dann auf Yvonne. Alina? Yes. You eat this one, look. I think yesterday she's much crying, huh? Yes, but today not so much. And she ate very good when she waked up. Es ist Mark anzusehen, wie schwer es ihm fällt, die Begegnung auszuhalten. Yvonne, trinken. Vorher dachte ich, der kommt besser damit klar, aber das war eine Illusion, ne? Anfangs war er sehr stabil, wie wir auch die Diagnose hatten und die ganze Zeit. Aber er hat ja auch immer gesagt, es wäre besser, die Mama wird nicht mehr heimkommen und so weiter. Das waren aber alles so Schutzmechanismen, glaube ich, von ihm. Im Endeffekt liebt er seine Mutter total. Und gestern Abend hat er halt extrem geweint dann. Ja, das halt, kommt dann halt raus irgendwann, ne? Der muss das verarbeiten. Und das ist für einen 14-jährigen Jungen auch schon eine harte Nummer. Ne? Ich brauche selber irgendwo Kraft, aber ich versuche natürlich auch für Marc ein bisschen stark zu sein. Fällt mir selbst nicht immer leicht. Gestern haben wir beide geweint und so. Da kann ich dann auch nicht anders. Aber ich denke mir, das ist auch okay, das muss raus. Ich habe das auch bei meiner Mutter damals erlebt. Da war ich ja auch erst 25, als sie gestorben ist. Das ist eine richtig harte Nummer. Aber ich konnte auch weiterleben irgendwann. Und ich weiß, dass es auch nach dieser Geschichte irgendwann wieder weitergeht. Und die Zeit heilt auch irgendwie ein bisschen. Es hat damals auch einen Moment gedauert, bis ich wieder in Tritt kam. Aber das wird der Marc auch packen. Er ist jung, er hat das ganze Leben vor sich. Und ich werde alles dafür tun, dass er die Spur hält. Ja. Dezember 2012. Vor genau 2 Jahren haben wir die ersten Bilder von Yvonne gedreht. Es wird jetzt das erste Weihnachtsfest sein, bei dem Yvonne den Baum nicht schmücken kann. Und es ist das erste Fest für Hans und Sandra als Paar. Sie verstecken sich nicht länger vor der Familie oder den Freunden. In so einem Moment rückt man natürlich zusammen und ich glaube, ich hätte es allein wirklich nicht gepackt. Ja. Ich glaube, so wie wir damit umgegangen sind,
Also zumindest haben uns die guten Freunde von uns immer bestätigt, dass es okay ist und vertretbar und dass jeder Verständnis für die Situation hätte. Das hat uns natürlich auch Mut gemacht. Ja? Ich denke, das war der richtige Weg. Mhm. Ich habe mir das oft überlegt, was man hätte anders machen können. Aber ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, soweit das, oder auch überhaupt, dass die Yvonne jetzt noch hier ist. Das ist ja alles ein Ergebnis aus der ganzen Zeit. Ja. Ach, die Alina ist gut, ne? Hast du ein bisschen Hunger? Hm? Das ist schön. Du musst gut essen, ja? Essen und Trinken ist wichtig geworden. Hm? Bist du müde? Hm? Wir haben mit Hans vereinbart, dies sind die letzten Bilder, die wir mit Yvonne drehen werden. Aber ich möchte mir das so gut isst jetzt, ja? Gut essen. Alle sollen sich an Yvonne so erinnern, wie sie einmal war, wünscht sich die Familie. Sie hat viele Witze gemacht, also war lustig drauf und hat auch ein herzliches Lachen gehabt. Wir, die zwei Artisten, Dani und Yvonne. Yvonne ganz grazil. Sowas wird man eigentlich nicht vergessen. So, das wird immer da bleiben und ich finde es schwer, sich so an die Stimme zu erinnern. Das ist schwer, weil ich sie einfach ewig nicht gehört habe eigentlich. Und deswegen so, ja, eigentlich ihr Lachen und so. Äpfchen! Hans sagt mir an unserem letzten Drehtag, Yvonne wäre stolz, wenn sie wüsste, dass Marc die beste Mathearbeit der Klasse geschrieben hat. Und du, sage ich ihm, du hast alles getan, was dir als Vater und Ehemann möglich war. Du hast dein Versprechen gehalten.